Situation, so dass Mitsche ohne Foul gar nicht mehr durchkommt. Gelbe Karte gibt es aber für die Beschwerde. Holzhauser, gute Möglichkeit! Das ist der Treffer! Der so wichtige Treffer für die Austria! Alexander Grünwald nach dem Freistoß von Holzhauser und jetzt wird die Vorarbeit im Zweikampf von Christoph Marcinko gleich noch viel wichtiger. Die Wiener Austria führt hier in der 58. Minute mit 1:0. So macht man Kopfballtore. Hat schon im Hinspiel das 1:0 erzielt, dort aus großer Distanz, hier aus ein paar Metern, unbedrängt zum Kopfball. Alexander Grünwald, 1:0, damit führt die Austria mit 3:1. Und jetzt brauchen die Aufgabe mit Sicherheit nicht, denn die Norweger werden jetzt noch mehr andrücken. Müssen sie. Und jetzt gibt es den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter sofort. 10. Was, Filipovic? Es gibt den Elfmeter für Rosenborg hier. Oh. Oh, die hätten wir. Elfmeter. Aber da war doch ein Foul vorher noch. Und das ist der Ausgleich für Rosenborg. Die brauchen noch einen Treffer, um in die Verlängerung zu kommen. Es ist noch nicht übermäßig viel passiert, aber jede Menge jetzt hier in diesen Minuten. Nein. Also das war ein Foul für mich an Rotpuller davor. Und wenn überhaupt, dann im Fliegen mit der Hand an den Ball gekommen. Das muss man sich noch ein paar Mal ansehen, auch wenn es nichts mehr bringt. Eckball. Es wird in jedem Fall eine super heiße Schlussphase für die beiden Mannschaften. Oh, Holzhauser fährt daneben. Ja, also das kann kein Foul gewesen sein, da war keiner in der Nähe. So, jetzt vielleicht Chance auf den Konter. Platz wird es jetzt immer wieder geben. Kajode, stark gemacht. Kajode! Tor! Minute, was für ein super Treffer, ähnlich wie jener von Lazaro gestern bei Red Bull Salzburg. Larry Kajode, ah, ganz hervorragend, der vorbeigespitzelt am Gegner, war ganz große Klasse hier und dann wuchtig mit dem linken Fuß unter die Latte geknallt, 2:1 für die Wiener Austria, das ist ein 4:2 und das bedeutet jetzt 2 Auswärtstreffer. Und jetzt braucht Rosenborg Trondheim einen Dreier. Die brauchen noch 3 Tore hier in 22.